Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Modpack. Heute mal wieder ohne den Erik, weil Erik hat heimlich schon aufgenommen ohne mich, ja. Unmöglich, ja, muss man einfach mal sagen. Leider habe ich keine Ahnung, was ich diese Folge machen wollte. Wollte ich nicht. Ich habe erst gedacht. Ich habe keine Ahnung, was wir die Folge machen, um ehrlich zu sein. Erstmal Inventar aussortieren. Eigentlich wollte ich das vor der Folge machen. Das wollte ich auf jeden Fall vor der Folge machen. Egal. Hier hast du noch rein. Okay. Das Gymnasium hier ist wieder da. Jetzt fragen wir erstmal, was da los ist bei ihm. So, jetzt gehen wir in der Aufnahme gleich mal zu ihm. Aber er ist, glaube ich, bei Erik. Was ich ganz gern machen würde, und es möglichst bald, ist tatsächlich hier hinten weiterzubauen. In die Richtung. Andererseits möchte ich eigentlich auch irgendwann mal anfangen, ein Haus zu bauen. Jetzt wie ein Bahnhof wäre so eine Option. Ja gut, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ja, und zwar wollen wir mal anfangen, Bahnhof zu bauen, Leute. Ich bin gerade so hart am Überlegen. Ob wir mal anfangen sollten, Bahnhof zu bauen. Aber Bahnhof wäre so eigentlich so ein Projekt, das ist halt so ein Spezialprojekt. Bahnhof wird halt riesig. Und das daher muss übrigens sowieso weg. Und eigentlich müssten wir dafür die Loks mal wegparken. Oh, Erik ist da. Erik! Und da steht noch ein Zug! Elektroschrott, wie Erik ihn so schön nennt. Steht da noch rum. Und die Weichen sind auch nicht resettet. Das hätte ich nämlich ganz gern. So. Weichenreset ist da. Also Schienen sind ja, wie ihr seht, ja schön ausgebaut und so. Aber, also hier ist es noch nicht ausgebaut. Hier müssten wir eigentlich auch mal weiterbauen. Aber hier weiß ich noch nicht genau, wie ich weiterbaue. Das ist das Problem. Und hier weiß ich eigentlich schon, wie ich weiterbaue. Wisst ihr was? Wir machen heute Klimaerwärmung 2. Oder wie war das? Wir versuchen den Kohleausstieg, aber es klappt bei uns einfach nicht. Deswegen müssen die Wälder. Ich glaube, wir reißen den Wald einfach mal ab. Okay. Ich hoffe, das leckt nicht zu hart, wenn ich hier so viele Blätter abreiße. Weil das könnte eventuell lästig sein. Weil ich Extended Vein Mining dafür benutze. Und wir müssen hier übrigens alles um 2 Blöcke aufschichten. 2 bis 3 Blöcke. Weil ich möchte tatsächlich diesen ganzen Wald hier noch. Also bis im Prinzip hierher. Hier sieht man ja schon, hier habe ich angefangen. Aber bis hierher muss der Wald auf jeden Fall mal weg. Der Baum auch. So, und ab hier können wir uns überlegen. Also hier der Hügel, den hätte ich ganz gern gelassen. Das grenzt halt hier, also dieser Hügel. Der grenzt das Gebiet im Prinzip wieder ab. Aber wenn er nicht so hoch ist wie der Berg da drüben. Aber hier, also eventuell kommt hier halt der Lokschuppen hin. Und ich muss noch gucken, ob das von der Größe her tatsächlich reicht. Weil ich muss da eine Drehscheibe hinbauen. Und eine Drehscheibe hat so, ich glaube so 40 Blöcke Durchmesser. Und hier wäre es auf jeden Fall zu schmal. Alternativ müsste ich tatsächlich das Crossing nochmal umbauen. Und weiter nach hier verschieben, dass ich hier sozusagen eher mit den Schienen rauskomme. Und dann hier so rumgeht.
und das hier auch noch hier verschieben. Das ist aber nicht das Ziel dahinter, sagen wir es mal so. Eigentlich würde ich das, also dieses Dreier-Crossing würde ich schon ganz, ganz so lassen. Allerdings ist da bin ich noch gerade so am, das kommt jetzt auf die Schienenplanung an, wie viel Platz ich da brauche. Weil der Wald hier muss auf jeden Fall mal weg. So. Wer braucht schon Wald? Eigentlich sollte ich das Dark auch behalten, aber eigentlich brauche ich es auch einfach echt nicht behalten, weil, ganz ehrlich, und was ich auf jeden Fall machen sollte, weil das Ding ist jetzt schon leer. Oh ja, es ist leer. Ich nehme mal einen Energy Cube mit. So einen Ultimate-Dinger da. Aber wenn wir den nicht gecraftet haben, hey, gesponserte Sachen nehmen wir. Why not? Nils hat da halt einen ausgegeben, deswegen. Okay, tatsächlich kann ich jetzt das hier alles reinschmeißen. Das brauche ich nicht mehr. So, denn die Schiene muss auch noch weg. Da muss ich Erik... Vielleicht machen wir das einfach mal kurz. Die BR101. Können wir hier mit auf das Gleis irgendwo setzen, wenn wir da noch ein Plätzchen haben. Wir da noch ein Plätzchen frei? Irgendwo hier hinten. Hier, beim Krokodil. 101, weg damit. Und dann bauen wir die Schiene da mal ab. Auch wenn Erik mich vielleicht dafür hassen wird, aber... So. Ah, immerhin ein paar Rail-Segments wieder. Weil die restlichen Rail-Segments sind leider auf alle draufgegangen. Irgendwo ist die Kiste noch hier. Ja. Oh, die 52 steht noch da. Ach so, der hat das Gleis hier freigemacht noch. Okay, wir haben tatsächlich zwei vollständig richtige Züge hier stehen. Muss ich mal ganz kurz gucken, was hat er da dranhängen. Ah, okay. Ja, ja. Fühle ich. Und dann hat er die Bär. Ah, okay. Er hat die wieder rübergestellt. Okay. Erik, ich muss unbedingt den Bahnhof bauen, dass Erik hier richtig fahren kann. Das hier verstehe ich noch nicht ganz. Hat er damit rumrangiert oder so? Könnte es sein. Aber dann wäre die Lok nicht hinten dran. Nee. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Das muss ich mal gucken. Habe ich denn? Ja, habe ich dabei. Ultimate Energy Cube. Und zwar setzen wir dich jetzt irgendwo hier hin. So, und dann packen wir uns da unseren... Ah, ich muss auch mal Solarhelm oder sowas craften. Und die Hose hätte ich eigentlich nicht hier auffüllen sollen. Das ist dann aber egal. Ja, ich muss eigentlich meine Rüstung komplett mal anziehen. Aber ja... Ich laufe halt immer mit dieser fucking Quantumhose rum, dass ich super fast bin. Also super schnell halt einfach. Das ist so Extended Vein, mein Mann, ne? Ja, let's go. Nur nicht auf Erdbeeren oder sowas. Die Blätter sind sowieso weg, deswegen ist es egal. Oh je. Okay, hier wird das nicht funktionieren, an dem Baum. Das Blätter ist sowieso weg. Holy shit. Okay, das geht super schnell, den Wald wegzureißen. Durch Extended Rain. Die Bäume fallen halt einfach nur. Und die Blätter auch. Das ist so geil. Und ich weiß, ich könnte jetzt das Holz... Also eigentlich könnte ich das Holz alles behalten. Aber leider ist EMC ein bisschen zu kaputt, dass es... Oder leider ist EMC so kaputt. Obwohl, nee, das ist nicht mal EMC. Ich brauche ja nicht mal EMC für Holz. EMC ist ja nur für... Also EMC ist zwar auch gut dafür, aber... Brauche ich nicht. Ich hab eine Holzfarm. Oh ja. So, da geht was voran, hätte ich gesagt. Oder? Da mach ich direkt mal einen Screenshot von. So, der Wald muss weg. Ah, ne, den
zweiten Screenshot wollte ich eigentlich nicht machen, aber egal. Huch. Oh Gott, ich muss die ganzen Blumen nachher nochmal abreißen. Oh je. Das wird ja ein Spaß. Okay. Ich glaube, ich habe die ganzen... Wenn nicht, dann sammle ich sie mir irgendwo anders mal. Weg damit, weg damit, weg damit. Holy. Das waren zwei Bäume auf einmal. Okay, hier muss ich mal ganz kurz gucken, weil hier sind Seen, aber es sind nur kleine Seen jeweils so. Okay, es lohnt sich nicht, die zu behalten. Okay, ich sollte hier mal die Kante erstmal machen. Bevor ich den ganzen Wald irgendwo wegreiß. Okay. Muss ich nur ganz kurz gucken, weil der Wald geht hier zwar rüber, aber ich möchte hier nicht allzu weit. Ich möchte hier... Genau, hier möchte ich nicht weiter wie das Öl auf jeden Fall. Das Öl soll auf jeden Fall bleiben. Das heißt, ich muss hier irgendwo durch, gerade jetzt ungefähr. Okay, das war ein Baum zu viel. Oder eine Blattader zu viel. So, das ist Oak, das ist schon mal gut. Und das ist auch gut gefallen, der ist auch gut gefallen. So, das ist wieder Oak. Sehr gut, dass die nicht verbunden sind. Ist mir gerade sehr entgegengekommen. Okay. Achso, ich habe keine Energie mehr. Ich dachte gerade, warum funktioniert es nicht mit den Blättern, aber... Ey. Energie. Unser Inventar ist einfach schon voll. Und es wird laggy, sobald hier Items rumliegen. Das ist echt schlimm. Ja, hier ist da. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Alles weg. Ganze Wald. Achso, der muss auch weg. Von dem her gesehen, Pilze müssen auch weg. Tut mir leid, die schönen Pilze, aber ich habe genug Pilze. Oh, jetzt bin ich gerade fast auf Erde gehauen. Der Baum lasse ich mal noch stehen. Okay, der muss weg. Hier war hier stehen geblieben. Rubber Tree funktioniert sehr gut. Aber die Rubber Trees müssen weg. Was willst du eigentlich, Skelett? Du kommst auch weg. Ich brauch dich auch nicht. Niemand braucht dich, Skelett. Niemand. Oh, okay, es waren zwei auf einmal. Sehr gut. Also, wir machen echt hier eine andere Art von Forstwirtschaft heute, ja? Nennt sich Radikalabforstung. Keine Ahnung, ob es das gibt. aber ich glaube mal, das ist das Sinnvollste, was ich jetzt weiterbauen kann. Um meine Schienenplanung endlich zu vervollständigen, tatsächlich. Weil ich will euch jetzt nicht zwei Stunden mit Terraform nehmen an der Strecke, wo wir jetzt lang gefahren sind. Also es war letzte Folge. Genau. Da will ich euch jetzt nicht zwei Stunden Terraform mitnehmen. Gut, ich baue hier Wald, aber was macht Spaß einfach. Es macht einfach so viel Spaß hier, den Wald einfach wegzuholzen. Es fühlt sich krass an, aber. Also vor allem, wenn ich jetzt hier auf die Items gucke, leckt das wie ein Stück Kacke. So, vielleicht mache ich nochmal einen Screenshot. Das muss ich einfach screenshotten. So. Ja, mal gucken, welches ich als Thumbnail benutze. Ich weiß nur, dass ich keinen Strom mehr habe. Okay, das können wir jetzt essen. Vielleicht kann man es essen. Ich bin mir nicht sicher, ob das RL essbar ist. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt. Ich hoffe, ja, wohl 51 MRF ist es ja. Ja, stimmt. Das ist ja nicht der kleine Cube, sondern es ist ein Ultimate Cube, Alter. Ja, ich werde auf jeden Fall Erde brauchen zum Auffüllen hier. Es muss alles eins höher. Das ist natürlich scheiße.
Aber immerhin muss es hier alles nur eins höher und hier muss ich tatsächlich eins abschichten. Das ist. Das geht dann sogar. Aber ich würde mal sagen. Komm, wir machen die. Wir machen ein bisschen länger heute. Die Folge wird ein bisschen länger. Hätte ich gesagt. Aber nicht 30 Minuten, obwohl. Eigentlich will ich den Wald schaffen. Diese Folge. Ich will nicht nächste Folge wiederkommen und der Wald ist noch nicht da weg. Das ist schon so. So ein Projekt jetzt, das ich ganz gerne mal angehen würde. Vor allem, weil wir können jetzt halt miteinander Zug fahren, ich und Erik, ja. Und ich habe noch keine Züge. Also ich besitze basically noch keinen Zug. Doch einen besitze ich, das ist die SD. Ist es eine SD40? Ich weiß es nicht. Gerade was für eine Bezeichnung das genau ist. Aber die besitze ich, weil die hat Erik mir geschenkt, ja. Alles andere sind Eriks Züge, die da rumstehen. Und deswegen, ja. Okay, erst wir müssen. Alter, okay, nee, wir schaffen den Wald niemals in einer Folge. Okay, ich muss da zwischen den Folgen, glaube ich, mal ein bisschen Wald abholzen. Ich glaube, das könnte eventuell noch eine Weilchen brauchen. Ich habe gedacht, Alter, das ist ja noch. Hier hinten geht es ja noch weiter mit dem Wald. Es geht ja nicht nur bis hierher. Scheiße. Gut, hier ist sowieso so eine Sache. Ich möchte hier eigentlich den Cradewood-Baum würde ich ganz gerne. Also den großen lasse ich auf jeden Fall stehen. Auch wenn ich hier. Ja, hier kann ich halt nichts hinbauen. Also wenn ich nachher noch Bauplatz brauche, ja, aber sonst nein. Sonst würde ich tatsächlich hier. Ah nee, den. Den möchte ich eigentlich stehen lassen. Weil hier dieses Biom kann ich sowieso nicht richtig benutzen. Bock-Biom, Alter. Das ist richtig hässlich. Und danach kommt auch so ein hässlicher Sumpf. Oder ist ein. Die nehmen wir mit. Ich glaube, Erik braucht immer noch welche. Ich habe mittlerweile so viele. Fast 3, 2,5, 6, Alter. So dumm. So unnötig vor allem. Ich brauche nicht mehr wie ein Stack, glaube ich, für alles. Aber hey, ich kann ja alle zweimal machen. Guck mal, da ist noch eins. Krass. warum muss ich Hexical Essenzen? Achso, ich wollte die Rüstung irgendwann machen. Da machen wir irgendwann mal eine Folge, wo wir die Rüstung alle craften, alle auf einmal. Hätte ich gesagt. Bis auf die eine, die haben wir, glaube ich, schon gecraftet. Die. Ach. Ja, ich habe die Essenz nicht da. Ich gucke jetzt nicht nach. Ja, das Problem war tatsächlich, ich wusste nicht, ob. Also eigentlich dieser Berg hier, ne? Das Coole ist, der ist hier durch so einen Fluss wieder getrennt. Das Problem ist, in die Richtung ist er nicht durch den Fluss getrennt. Und eigentlich, ich habe ja vorgehabt, erst mit den Schienen nach Norden weiterzubauen. Aber ich weiß mittlerweile nicht, ob ich das so machen will. Mittlerweile überlege ich tatsächlich, nochmal umzuplanen ein bisschen was. Und da sozusagen hier dann Lokschuppen und Bahnbetriebswerke und sowas zu bauen. Und dann vielleicht noch Güterbahnhof und sowas. Also ein bisschen Güterbahnhof. Eigentlich sollte ja, wie gesagt, der normale Bahnhof hier nach oben. Aber es reicht, hat einfach von der Länge her never ever gereicht. Naja. Gut, ich würde sagen, bis nächste Folge. Reiße ich noch ein Stückchen Wald ab. Und dann sehen wir uns wieder. Was ist denn weiter? Die Folge ist für Freitag. Wir sehen uns dann wieder am Montag. Mit hoffentlich weniger Wald und dann schauen wir mal, ob wir am Montag schon anfangen können. Wenn ich schaffe zeitlich, dann schaue ich, dass ich am Wochenende zumindest ein bisschen was Terraform-Maschinen noch vorlegen können, zumindest. Nächste Folge oder so. Oder zumindest mal anfangen können mit der Planung. Weil hier ist jetzt schon eine ganz geile Schneise drin, aber. Ich brauche halt auch noch ein bisschen, bis ich hier durch bin. Gut, ich würde sagen, dann bis zur nächsten Folge.
Schaut bei Erik auf jeden Fall nochmal vorbei. Ich weiß nicht, was der letzte Folge gemacht hat. Aber ich habe keine Energie mehr. Schaut auf jeden Fall bei Erik mal vorbei. Ich weiß nämlich nicht, was der Folge... was ist es bei ihm? Folge 3? 1, 2... Ich glaube Folge 3. 3 oder 4? 3 oder 4. Also seine... Erik hat ja neu angefangen mit Staffel 2 ist das Prinzip bei ihm. BZW, bei ihm fängt es Mod-Packets erst richtig an. Also er nimmt ja jetzt erst aktiv auf irgendwie. Und dann würde ich sagen, bei mir, ja, Playlist könnt ihr bei mir natürlich auch reingucken. Ist, falls ihr noch eine Folge irgendwie verpasst habt mal, aber wir sind ja erst knapp nach 100 jetzt, ja. Folge 100 war ja jetzt erst 2 Folgen her. Ich will auf jeden Fall noch weitere 100 schaffen. Ich will auch gucken, wir schauen einfach, wie viele Folgen es gibt. Es wird bestimmt noch eine Weile gehen hier, das Projekt. Also, ich habe da auch noch, ich habe noch ganz viel vor. Ich habe noch ganz viel vor, was ich euch noch gar nicht verraten kann. Aber das, ich kann es euch noch nicht verraten. Es sind noch Projekte im Hintergrund am Laufen, von denen wisst ihr noch gar nichts. Und da habe ich tatsächlich schon Häuser gebaut, ja? Das viel kann ich spoilern. Ich habe auf dem Server schon Häuser gebaut. Nicht unbedingt hier bei mir, aber hey. und damit würde ich sagen, mit so viel Items, die hier rumliegen, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.